Ich habe über mir irgendwas. Okay. Gehe ich gleich mal hin, aber vorerst. Hallo. Yeah, so this is my hiding spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Tja, hm. That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA-120, A2 model, I'm pretty sure. Okay. The Block 2 design scooshed an extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Oha. Da ist unser Schiffrechengerät auch schön. Echt mal, voll frech von dir. Das ist gemein. Fly-by-wire is pretty normal. Or leastways, that's what I read in the trades. I never been on a real ship before. Ja, ja, weiß ich doch. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. Cross. I am gratified you consider this facsimile convincing. I am at your disposal, Ms. Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker. Though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. Ooh. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Das ist gut, das kann man vielleicht mal nutzen. Ich habe jetzt spontan Bock auf Käse-Sandwich. Oh. Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. So ein Arsch. Ja, genau das. He meant funny as in odd. Ah. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Okay. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Verstehe. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big old hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. ganz direkt, keine Subtilität dabei. About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know. I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh. Look at the time. Sorry to bend your ear so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Ach ja. Dann bitteschön. Ich kann es ja wieder wegschicken, ist auch toll, das mache ich natürlich nicht. So. Oh, einmal wegpacken. Ach so. Wo ist der Wicker, Heini? 70, das geht ja noch. Wicker, dicker Wicker. Oh, komm ich jetzt hier rein? Na, endlich! Trautes Heim, Glück allein, Wächtersäbel. Ah, der ominöse Holomantel. Der Holomantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiete gibt, sofern du dafür über ein passendes Ausweismodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Zuwiderhandlung wird mit Waffengewalt vergolten. 16.000 XP, was zum Teufel? Ich bin kein Level gestiegen davon. Was zum Teufel? Optional auch noch. Toll. So, Terminal benutzen. Achso, hier muss ich dann mit der Toller sprechen, deswegen ist es hier oben auch. Das war der Punkt, ja. Nee, es war der.
Ach, eine Waffenkiste für zu Hause. Nee, Mülleimer ist das. Hier darf ich schlafen, schön. Mein Charakter ist doch nicht so klein, dass er da reinpassen würde, oder was? Parvati ist doch schon größer als das da. Make yourself at home, Captain. Schalte dich bitte aus. Übrigens habe ich hier keine Toilette gesehen. Ich meine, ich weiß, es gibt Toiletten in dem Spiel. Das habe ich ja schon gesehen. Hätten wir noch hier reinstellen müssen eigentlich. Tja. Ansehen. Bla. Blub. Bla. Blub. 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 Zurück. Protokolle. Zurück. Nachrichten. Zwei. Das. Dies. Jenes. Das. Oh, ich wollte eigentlich mal wenigstens durchscrollen, wenn ihr bereits auch, damit ihr es auch lesen könnt, wenn ihr wollt, aber das habe ich jetzt vergessen. Hey, hey. Egal. Wissenschaftswaffe. Das war auch das Ding, wo nachher beim Tüfteln umsonst alles ist. Da muss ich dringend dran. Es ist... Was ist das? Reden? Sam? Was? Offenbar habe ich bereits einmal das Crewmitglied oder wie oder was? Der hier schlafend rumläuft, sitzt. Aha, wegen der Sam-Einheit. Die Roboter-Einheit antwortet nicht. Die aus dem Gehäuse, auf dem Gehäuse verzeichnete Seriennummer erinnert den Buchstaben Sam. Okay. Da muss ich mal fragen. Das ist ja was. Auch keine Toilette hier. Untersuchen. Keine Petunie. Mitnehmen, mitnehmen. Das ist mein Schiff, gehört alles mir. Eselsohren und Kristallein, ganz toll. Klingt nach Parvati. Oh ja, eindeutig Parvati. Meins, 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 meins. Mein Schiff, mein Eigentum. Da könnt ihr noch so ruhen, das ist der Papa. So. Alles ausgeraubt, Gott. Hier ist noch Platz für jemanden später. Untersuchen. Oha, Indexbla, ist mir egal. Untersuchen. Oh, so viel zu lesen. Nein, mach ich nicht. Religionszeug. Oh, das ist auch schon. Siehst du nicht, ne? Meins. Musst du nicht sehen. Ich nehm's aber mit. Oh. So, ja, wo hat das Bücherregal her? Wo ist der wohl mitgenommen haben? Schlafen. Im fremden Bett. Ach nee, lass mal. So, du. Erzähl mal einen Schlag. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, Oha. Tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Ja, ach, komm. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Okay. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with the need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. So war's aber auch. Offenbar, alles, was sie machen wollen, wird hier von der Gesellschaft nicht akzeptiert, weil die wohl einen eigenen Kopf haben, also sowohl er als auch Parvati. My parents, ironically. Hä? They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. A faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Okay. Liked it oder lacked it? Ich meine, sinnigerweise müsste lacked gesagt, also nicht lacken, sondern L-A-K-E-D in dem Fall. L-A-C-K. Aber, sieht auch Spaß, war gerade komisch irgendwie, keine Ahnung. They thought I was fighting the plan. Should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. Verstehe, verstehe. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variants, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched,
the more violent the eventual correction. Eine elastische Band, cool. Was für ein Musikstil die wohl drauf haben? I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Das ist zu extrem, ne? I honestly don't know what I'd do. This quest has consumed me for the better part of my life. I fear there's nothing else left to me. What about you? What's your story? Geht dich nichts an, aber warum nicht? And how did he do that? Glaubt er mir einfach so, ist auch faszinierend. Das ist gut. Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. Aha, doch skeptisch. What are you going to do now? Tja, ich werde ihnen das Messer liefern, aber das mache ich zuerst. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Ich nehme an, das stimmt bestimmt. Oh, I see. You have my condolences. Aber ist die Hope nicht offiziell nicht nur verschollen, sondern sogar kaputt? Also ihr müsst ja nicht viel überraschter sein, dass ich die Hope überhaupt erwähne irgendwie eigentlich. Bokono, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. So so. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bokono's thoughts came more than a century after his death. Ah, okay, verstehe, denke ich. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bokono. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Okay. Das hier nochmal. You caught me. Yeah. Listen, the OSI frowns on fraternization with philosophists. I'd like to keep my associations with our scholar friend quiet. Okay. Zack, das dritte. The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. Das können wir gerne versuchen. Hier, das ist gut. A thousand pardons, my good captain. I thought we were engaging in witty repartee. Now, as far as tracking down this scholar, we should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Das soll ich eh hin, great oder? Place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All das I passt need ganz is gut. Access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Okay. Das hier ist eine gute Frage. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. Aha. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Systems. Aha. Einfach so. Weil war gerade auf der Liste gewesen, was man noch machen könnte, hä? I'll comb the last 6 months of departure manifest to track the philosophist's off-world destination. Hmm, gut. Thank you, Captain. You're welcome. So, ich bin dann mal weg. Ich muss mal zu dem Roboter fragen, mein Schifflein. Was das für ein Ding jetzt sein soll. Also, wie gesagt, ziemlich sicher, es ist halt mein sechstes Crewmitglied, wenn es da schon drin ist. Und ich habe jetzt vorher meint, das wäre eine Crewkabine und jetzt ist es immer da, das ist... verdächtig auffällig, also es wird schon so sein. Du da. Welcome back, Captain. Hallo. How can I be of assistance? Das da. The unit is a cleaning sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Das ist irgendwie echt ein bisschen
unterschwellig rassistisch. So ein kleiner Sam, so ein Roboter, der aushelfen soll, putzen soll, quasi ein Sklave ist. Also irgendwie, ist das Absicht oder ist das einfach nur... Es muss Absicht sein, das kann nicht aus Versehen passieren, sowas. Ach komm, warum nicht? Certainly, Captain. What would you like to hear? Ich würde sagen, Alexa, erzähl mir einen Witz. Why are obtuse angles so depressed? Because they are never right. Oh. Alexa, ein Lieblingssong. Now playing a Spacer's Choice advertising. Nein! It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Okay, das ist nicht mein Lieblingssong. Everyone in Halcyon is contractually obligated to listen to this or another board-certified jingle, their favorite song. Das ist bescheuert. As you wish, Captain. I have lots of minutes. Many minutes. Okay. Unlimited minutes, okay. Perhaps. Okay. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Okay. I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Oh. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? Gute Frage, wahrscheinlich.